573 Gemeinden in 365 Tagen. Mit diesem Ziel startete die Volkspartei Niederösterreich die Regionswochen inklusive Betriebsbesuchen. Dabei erwartet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner rund 25.000 Bürgerkontakte in 3 Wochen. Eine landesweite Kampagne, die über Inserate in den Medien sowie auf Plakatflächen kommuniziert wird, unterstützen das Projekt. Der neue Stil unserer Landeshauptfrau prägt uns seit April in Niederösterreich und lässt sich in Wahrheit in 3 Buchstaben gießen, in das Wir. Das Wir rücken wir in den Mittelpunkt unserer Arbeit, das Wir ist der Mittelpunkt unserer Arbeit in der Vergangenheit gewesen, ist es heute und wird es auch in Zukunft sein. Und das wollen wir auch in einer Kampagne zeigen, in einer Kampagne, die die Regionswochen in Niederösterreich, wo unsere Regierer aktiv unterwegs sind, auch begleiten wird. Und hier steht ebenfalls das Wir im Mittelpunkt dieser gesamten Kampagne. Ja, mein Stil in Niederösterreich ist geprägt von einem gemeinsamen Miteinander, von einem Wir in der Zusammenarbeit, und deswegen freue ich mich auch über die Zufriedenheit der niederösterreichischen Landsleute, über die Arbeit der Regierung, und die liegt bei 76%, und das ist einfach ein erfreulicher Wert, und deswegen müssen wir dieses Miteinander auch weiterhin in den Mittelpunkt stellen, damit wir mehr für Niederösterreich erreichen können. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf 3 inhaltliche Schwerpunkte: Arbeitsmarktchancen, Unternehmensgründungen und Wohnen in Niederösterreich. Die Niederösterreich-Regionswochen liefern die nötigen Informationen zu den einzelnen Punkten. Starten wir mit dem Thema Arbeit. Wir haben festgestellt, dass es 1300 Fachkräfte braucht bis zum Jahr 2022 im Mostviertel, vor allem mit dem Schwerpunkt Industrie und Gewerbe. 2200 Fachkräfte im Raum St. Pölten, vor allem im Gesundheitsbereich und im technologischen Bereich. 1500 Fachkräfte im Waldviertel, vor allem im Handel und im Bereich der Technologie und IT. 1400 Fachkräfte im südlichen Wiener Umland im Bereich Information und Consulting. Und vor allem auch 800 Facharbeiter, Fachkräfte für das Weinviertel. Geht es um die wirtschaftliche Entwicklung, dann liegt laut Mikl-Leitner das niederösterreichische Wirtschaftswachstum bei 3,3% über dem österreichischen Durchschnitt. Rund 9000 Betriebsgründungen sind aktuell zu verzeichnen. Über Chancen für Unternehmerinnen und Unternehmer zu informieren, ist ebenfalls implementiert. Die Regionalförderung, die letzte Woche ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat, 30 Jahre, wo sehr viele Impulse und Leitprojekte in den einzelnen Regionen entstanden sind. Und mir ist es wichtig, dass diese Regionalförderung fortgeschrieben wird. Deswegen haben wir auch einen Regierungsbeschluss, also auch im Landtag beschlossen, dass diese Regionalförderung bis zum Jahr 2027 fortgesetzt wird, dass vor allem auch Planungssicherheit in den Regionen gegeben werden kann und dass vor allem auch die Innovationskraft fortgeschrieben werden kann. Und es sind gerade die Regionen, die am besten wissen, was braucht es in der Region, um hier Impulse zu setzen, um hier Visionen umsetzen zu können, geht es uns darum, mit der Regionalförderung auch zu unterstützen. Und dafür nehmen wir auch jährlich 32 Millionen Euro in die Hand. Schlussendlich beinhaltet ein Wir auch leistbares Wohnen in Niederösterreich. Wir haben also sozialen Wohnbau in 513 Gemeinden von 573 Gemeinden. Das ist eine beachtliche Größe. 513 Gemeinden, das heißt in 513 Städten, größeren Gemeinden und kleineren Gemeinden findet sich der soziale Wohnbau, damit sich auch wirklich jede und jeder das Wohnen leisten kann. Mit diesem Fördervolumen von 700 Millionen Euro lösen wir auch ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro aus und sichern damit auch 33.000 Arbeitsplätze ab bzw. schaffen zusätzlich neue hinzu.
297 Gemeinden in 189 Tagen haben die Volkspartei Niederösterreich Regierungsmitglieder seit dem Amtsantritt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bereits besucht. Das sind 52% der Gemeinden in 52% der Zeit.